Hallo lieber Stier, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Lust oder Verlust. Was bedeutet das? Ja, schauen wir uns die Person in deinem Energiefeld an, um die deine Gedanken ständig kreisen, die einen Platz in deinem Herzen hat eventuell. Schauen wir uns das Thema zwischen euch an. Schauen wir uns an, welche Botschaften von dieser Person ausgehen möchten, die aber nicht ausgesprochen werden. Und vor allem schauen wir uns an, ob es nur bei der Lust bleibt oder ob es ein Verlust ist. Was daraus entsteht, das Outcome, all das schauen wir uns in diesem Video an. Zu diesem Video gibt es eine Extended Version. Diese ausführliche Version findest du hier unten in der Infobox. Drück auf den Link und du wirst weitergeleitet. Lieber Stier, ich merke einen Druck auf der Brust, außer Atem. Wer bringt dich außer Atem? Schauen wir uns das an. Lust oder Verlust für den Stier? Ich höre schon aus der geistigen Welt eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Eine never ending story. Yesas, was ist da los? Eine Liebe wie aus Tausend und einer Nacht. Die Karten schweigen, wir warten ab. Jetzt. Sie schwiegen und dann kamen sie zuhauf heraus. Ja. Es geht erstmal darum, dass du sehr viel Leidenschaft empfindest oder auslebst, dir eventuell über das Körperliche, die Liebe erwerben möchtest, dass du durch die fehlende Selbstliebe zu dir selbst oder etwa die Person in deinem Energiefeld, dass ihr das über das Körperliche meint, holen zu können. Doch die geistige Welt sagt erst einmal, es geht darum, dich selbst zu lieben, sei es du oder die Person in deinem Energiefeld, um diese Hingabe und Leidenschaft ausleben zu können. Denn irgendetwas hält dich zurück. Es geht darum, dass Körper, Geist und Seele in einer Linie sein sollten. Das ist momentan nicht der Fall, denn es geht hier ganz klar darum, dass es darum geht zu erkennen, es wert zu sein, geliebt zu werden, egal wie man ist, mit all seinen Schwächen und dunklen Seiten. Es geht definitiv um eine Person aus deiner Vergangenheit, eventuell einen Ex-Partner, der blockiert. Auch geht es darum, die Augen schön offen zu halten, denn es kommen Nachricht und Neuigkeiten auf dich zu, die dich hoffen lassen, die dich positiv stimmen, was dein Liebesleben angeht. Sie sagen, die Person, um die es geht, beziehungsweise die kommen möchte, sie sagen, es werden noch mehrere dicht aufeinander folgend in dein Leben treten. Da geht es darum, zu beobachten, wie du mit diesen verschiedenen Menschen interagierst. Und sie sagen, dort, wo du dich mehr bemühst, angenommen und anerkannt zu werden, dort sagen sie, das ist ein Fehlschlag. Warum?
Sie sagen, weil du das, was du im anderen suchst, ist, weil du es dir selbst nicht geben kannst. Aber wie willst du es dann dem anderen geben, wenn du es selbst nicht hast oder nicht siehst? Irgendetwas war in der Vergangenheit ein Moment, ein ausschlaggebender Moment, der nicht beachtet wurde und eventuell etwas gesagt wurde, beziehungsweise man aus dem Ego heraus gehandelt hat, was alles zunichte gemacht hat, sagt die geistige Welt. Doch der Stier, Lust oder Verlust, sie sagen eben genau darum geht es. Was willst du wirklich? Schauen wir einmal. Was willst du wirklich? Du willst aufgefangen werden in deinen ängstlichen Momenten. Du möchtest jemanden, der Hand in Hand mit dir läuft, dich trägt, dich stützt, dir eine Schulter ist, wenn du nicht mehr ein- noch ausweist. Die Frage ist, kann das diese Person? Schauen wir uns die Person einmal an. Die Person, die im Energiefeld des Stiers ist, die Person, die im Energiefeld des Stiers ist, und schauen wir uns auch an, wie sie zu dir steht. Welche geheimen Botschaften da durchkommen wollen. Warum geheim? Weil diese nicht ausgesprochen, aber wohl gedacht oder gefühlt werden. Lust oder Verlust für den Stier. Die Person bitte aus dem Energiefeld des Stieres. Ich soll dazu sagen, wenn jemand zuschaut, der Single ist, und das sage ich bisher nur bei euch, es wurde in keinem anderen Video von der geistigen Welt durchgegeben, auch die Singles sollen gut zuhören, denn es wird die Person, die hier beschrieben wird, oder die Dynamik, wird ja eure nächste Person sein, mit der ihr eine Art, sagen Sie, eine Art Beziehung eingeht. Lust oder Verlust für den Stier. Diese Person lässt sich auf keine Machtkämpfe ein. Diese Person lässt sich nicht einschüchtern. Diese Person weiß eigentlich ziemlich genau, was sie will. Diese Person steckt sehr viel Energie in ihr Arbeitsleben, sehr viel Energie in das Materielle, in das Geldverdienen, in das sich verwirklichen, in das sich mit Leidenschaft arbeiten und Spaß daran haben. Sie hat keine Zeit auf Spielchen, schon gar keine Versteckspielchen. Es ist eine Person, die sicherlich jünger ist als du, lieber Stier. Es ist eine Person, die manchmal abwesend wirken kann, weil sie sehr in sich gekehrt ist, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Teilt nicht gerne die Informationen mit dir, worum es jetzt eigentlich geht in dessen Leben. Das Problem im Leben dieser Person
ist, dass sie sich sehr viele Sorgen darum macht, wie dieses Projekt, an dem diese Person arbeitet, beziehungsweise wie sich alles evolviert, sagen sie, wie es sich in der Zukunft gestalten wird. Eine Person, die sehr, sehr viel nachdenkt und über das zu viele Nachdenken wohl oft in Angstzustände kommt, Depressionszustände, Missstimmungen. Es kann durchaus sein, dass diese Person etwas weiter weg von dir wohnt. Diese Person muss sich um eine ältere männliche Person kümmern, beziehungsweise kann im Homeoffice arbeiten aufgrund einer älteren Person, die oder einem Kind sogar, eben wo einer von beiden sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Diese Person ist aber nichtsdestotrotz ein Lichtbringer. Nichtsdestotrotz, weil wir haben gerade die Schattenseiten angesprochen. Sehr positiv dem Leben gegenüber. Sehr, sehr viel Lebensfreude, sehr viel Spritzigkeit, sehr viel Heiterkeit. Und die richtige Person, wie man so schön sagt, zum Pferdestehlen. Diese Person versucht immer das Gute in allem zu sehen. Auch wenn viel Ungerechtigkeit in deren Leben geschehen ist bereits. Oft mag diese Person unerreichbar scheinen, denn eventuell kann diese Person auch Unwahrheiten aussprechen. Das heißt jetzt nicht, bitte nicht hineininterpretieren, dass diese Person ein Lügner ist, sondern oft, des Öfteren kann diese Person ein bisschen schwindeln, aber zu ihrer Gunsten. Das bedeutet, anstatt zu sagen, ich mache euch ein Beispiel, nein, ich bin müde und eigentlich habe ich jetzt keine Lust, mit dir ins Kino zu gehen, sagt diese Person, du, tut mir leid, ich bin schon verabredet. Also so schwindeln, ja, kleine Notlügen. Denn sie zeigt dir etwas und im Hintergrund macht sie etwas ganz anderes. Doch das macht sie, um etwas zu erreichen, nämlich sich interessanter zu machen, sich größer zu machen. Warum ist das so? Sie sagen, aufgrund eines geschwächten Selbstwertes, das hatten wir vorhin schon, die Selbstliebe. Sie sagen, diese Person ist unsagbar kreativ, setzt sich sehr mit den Gezeiten des Lebens und Todes auseinander, Tod und Wiedergeburt, lässt aber dort, wo sie schreitet, immer einen sehr positiven, hinterlässt sie einen sehr positiven Eindruck von sich selbst. Ja, diese Person ist dabei, eine Entscheidung zu treffen, eine definitive Entscheidung. Was ist das für eine Entscheidung? Schauen wir jetzt gleich mal. Was ist das für eine Entscheidung? Sie sagen, sie entscheidet sich für dich. Sie entscheidet sich für dich. Ein Umzug. Wenn es kein Umzug ist, sagen sie, auf dich zukommen, ein Vorwärtskommen, um dir etwas mitzuteilen. Es kann gut möglich sein, dass diese Person
ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt, von dir entfernt wohnt. Schauen wir uns einmal an. Was möchte? Warum? Diese Person hat aufgrund dessen, was ihr in ihrem Leben passiert ist, auch ein Vertrauensproblem. Sie hat ein Problem, sich dir, nicht nur dir, sondern auch anderen in Beziehung anzuvertrauen. Und deswegen auch oft diese, ein Moment, diese Angst. Zustände. Denn würde diese Person sich öffnen und über ihre Sorgen und Ängste sprechen, wäre einiges einfacher, denn du könntest sie wunderbar stützen und auch teilweise führen. Schauen wir uns an, was diese Person nicht ausspricht. Ja, so viel zum Ex-Partner beziehungsweise zu einer Person aus deiner Vergangenheit, die dich sehr geprägt hat. Sie ist auch sehr geprägt worden. Die Botschaft ist die Überzeugung, dass du und diese Person zum damaligen Zeitpunkt zu jung wart, nicht reif genug und alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Doch diese Person weiß, dass sie Zeit zur Heilung braucht. Jetzt, also es ist nichts, was hinausgeschoben wird. Und diese Person aus deiner Vergangenheit hat deswegen ein Vertrauensproblem, weil diese betrogen worden ist. Ja, ob du das jetzt warst, ob das mit dir war oder mit jemand anderem, sei dahingestellt, du weißt es besser, du kennst dein Leben besser. Doch das ist die geheime Botschaft, dass es aufgrund dessen so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Was möchte sie noch sagen, was nicht ausgesprochen wird? Sie sagt mir gerade, ich soll noch eine vom anderen Stapel nehmen. Diese Person fühlt sich nach wie vor wahnsinnig zu dir hingezogen. Das solltest du wohl erfahren. Sonst hätten sie mir nicht gesagt, ich soll noch eine Karte vom anderen Stapel nehmen. Was möchte diese Person so gerne sagen, spricht es aber nicht aus. Sehr schön. Es ist definitiv eine Lücke entstanden, lieber Stier. Die gilt es zu füllen. Die Frage ist, möchtest du sie füllen? Denn die Botschaft hier ist ganz eindeutig. Wir schauen uns diese Botschaft und noch andere im Extended an, sowie das gemeinsame Outcome zwischen dir und dieser Person. Link zum Extended ist hier unten in der Infobox. Drückt drauf, ihr werdet automatisch weitergeleitet und wer hier aussteigt, bye bye und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.